You'd think a lovely old lady like me would have no enemies. Well, when you've been around for as long as I have, you're bound to make some. Most are long dead. Some, unfortunately, are as long-lived as I am. Say hoot! Why is this little wheel pointing to food? I can't ever seem to make things sharp. Those Third Age hollow images were so much easier to use. The Vampire Queen sees me as either a threat or an annoyance, I'm not sure which, but she wants to get rid of me. I thought I'd be extra annoying and send her a photograph. Oh well, I can always make a swift getaway. But I'm needed here. I'm protecting more than my tree against Lilith's children. If I flee, it won't be long before they all fall, and that'll cause trouble everywhere. They're making your life easier, though, gathering in one place like that. Just the sort of thing we need for a preemptive strike. And I'll see if I can't dig up some other device to capture your moment of glory. Und damit wollen wir der alten Dame doch mal ein wenig helfen. So, was haben wir denn hier? Wir benötigen Gaia-Wurzeln. Jo, nehmen wir hier durchtränkter Apfel. Kristall sieht gut aus. Was fehlt uns noch? Ah, zur Anima-Quelle gehen. Gut. Das kriegen wir auch hin. So. Die Wurzel einpflanzen. Gut, jetzt ab in die Schlucht da hinten. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Ja, in der Schlucht hier ist jede Menge los. Aber das schaffen wir schon. Wir prügeln hier zu zweit auf den ein. Das wird funktionieren. Das ist so. Sieht ganz so aus, als müssten wir die komplette Schlucht hier so nach und nach säubern. Warten wir nochmal einen Augenblick, bis unser Leben wieder halbwegs. Und es geht weiter. Man müsste ja eigentlich mal ausprobieren, ob man den jetzt auch irgendwo anders hinführen kann. Und da so ein bisschen Unruhe stiften kann. Aber aktuell sind wir nun mal hier. Und der... Nee, da steht ja auch noch was. Gut, kurz nochmal warten und... Ja. Der Butzlander.
mit unserem Freund zusammen ist da natürlich auch kein Problem. Siehste, das war's auch. Gut, einen Weg zur Oberseite der Schlucht finden. Laufen wir ganz einfach mal hier entlang. Immer mit unserem Freund hinter uns. Na, du darfst mir helfen. Will aber gar nicht. So ein Mist aber auch. Nun gut. Ist hier. Ja, da kommen wir ja nach oben. Die drei Wölfe nehmen wir hier auch noch mit. Und weiter geht die wilde Jagd hier. Ja, er kommt da hoch. Das ist sehr schön. Ich finde Wölfe als Gegner immer unheimlich angenehm. Die machen zwar ein bisschen was an Schaden, verteilen Dot, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Da gibt es wesentlich lästigere Gegner. Zumindest finde ich das. Gut, wir sollen das Netz der Heckenschützen erreichen. Ja, zur Erklärung, da wo wir jetzt gleich hin wollen, was ist das hier? Ah, wir haben den also noch 4 Minuten lang hier neben uns. Hier sind ab jetzt Heckenschützen zu finden. Das ist natürlich äußerst lästig. Hier überhaupt richtig? Nee, ich muss da hinten hin. Oder hier. Da sieht man schon den Heckenschützen. Okay. Ich guck mal, ob ich hier so entlang laufen kann. Ich laufe hier jetzt einfach durch. Jetzt eventuell hier mein Tuch sein. Das sieht übel aus. Ja. Gut, okay. Also so auf diese Art und Weise nach oben laufen ist keine so gute Idee. So, ich stehe hier wieder neben meinem Körper und ich werde gleich direkt in den Kampf hier einsteigen. Oder auch nicht.
Weil solange ich mich bewege, greift mich anscheinend keiner an. Das finde ich natürlich super. Jo. Unser dicker Freund ist jetzt leider weg. Also lieber nicht sterben, wenn man ihn etwas länger behalten möchte. Der macht aber auch alleine hier schon ganz schön viel Schaden. Gut. Damit hätten wir das erledigt. Wir sollen dort hinten jetzt hingehen. Ganz schnell weg hier. Warten, bis wir wieder ein bisschen Leben haben. Und weiter geht's. Ja, die Scharfschützen sind da echt nicht angenehm. Da hat er mich wieder gescheuert. Gut, kurzen Augenblick warten. Und wir schauen uns an, was hier oben so alles rumrennt. Das sieht doch hier fast so nach Anführer aus, da. Ja, da ist er. Gut. Erledigen wir erstmal die beiden hier. Ewiger Dürstenden. Ewig Dürstender, okay. Ja, den machen wir jetzt zumindest platt. Der lebt hoffentlich nicht lange. Dass sie hier alle so viel Schaden machen, finde ich aber auch nicht schön. Okay, weiter geht's. Den Anführer auf dem südlichen Hügel. Sollen wir diesmal erledigen? Wie kommen wir denn da hin? Hier rüber nicht. Wir müssen wohl hier entlang. Ganz schnell zu dem hier rüber. Ach, verdammt. Wir haben noch Cooldown auf alles.
hat so gereicht. So, wie ich mir dachte, hier können wir nach oben. Ah, ja. Da ist er. Wir müssen hier jetzt das Ritual unterbrechen. Meine Güte. Boah, was hauen die hier an Schaden raus? Ich versuch's jetzt mal etwas anders. Mal gucken, ob ich wieder sterbe. Ha. Siehst du, man kann die nämlich auch einzeln pullen. Dann wird die ganze Sache schon deutlich einfacher. So, den nächsten. Ja, komm her. Ja, und dann kann ich gleich den Boss angreifen. Gut, kurz wieder warten. Und dann ist er dran. Ja, erstmal schöne 10 Stacks Verteidigung senken. Auf mich drauf gesetzt. Gut. Kurz hier weggehen, damit uns keiner angreift. Und wir haben die Quest soeben beendet.